Im heutigen Video zeige ich dir, wie du so eine Tuptara-Hülse setzen kannst, wo du die zum Beispiel einsetzen kannst. Ich würde sagen, legen wir gerade los. So Tuptara-Hülse haben natürlich auch noch andere Namen, zum Beispiel Einpressmuttern oder Nietmuttern. Im Englischen sagt man auch Reef Nut dazu. Die kommen vor allem dort zum Einsatz, wo einfach die Blechstärken viel, viel zu dünn sind, als dass man dort das Gewinde reinschneiden könnte. Zusätzlich hat man eigentlich den Vorteil, dass man sie auch an Stellen einsetzen kann, wo man hinten dran keine Kontermuttern tun kann. In diesem Beispiel habe ich sie zum Beispiel verwendet, um so einen Türfeststeller zu montieren. So einen Türfeststeller ist eine gute Lösung, damit die Leute den Teppich nicht einklemmen und man trotzdem die Tür offen behalten kann. Ich habe hier ein Blech mitgebracht und zeige dir jetzt, wie man so eine Tuptara-Hülse setzen. Zum Bestimmen, was wir für ein Loch machen müssen, messen wir jetzt einfach die Niete schnell aus. Das wäre in dem Fall 9 mm. Dann bohren wir uns ein Loch im entsprechenden Durchmesser, wo wir dann unsere Schrauben setzen wollen. Setzen dann die Mutter hier an. Schön stramm. Und ziehen die fest. Und dann können wir eigentlich schon da unsere Schrauben anmachen und irgendetwas dran befestigen. Und das hebt wirklich bombenfest, obwohl eigentlich das Material sehr dünnwandig ist. Für unterschiedliche Gewinde brauchst du natürlich auch unterschiedliche Hülsen. Aktuell ist da ein M6 drin. Wir haben aber da noch auch M5, M4, M3. Und um jetzt das umbauen, um auf eine andere Hülse zu gehen, haben wir hier so einen Schlüssel. Da können wir das lösen hier vorne. Ganz einfach, tun das auf die Seite und können dann den hier hinten rausziehen. Und nehmen dann hier zum Beispiel den M5. Stecken den wieder hier hinten rein. Schnappen uns dann hier das M5. Tun das hier vorne drauf. Das lange da, wenn das handfest ist. Stellen hier noch die Länge ein bisschen mehr ein. Nehmen hier eine M5-Hülse. Könnt ihr noch ein bisschen vorstellen. So. Und jetzt können wir eigentlich schon das Ganze pressen. Und sehen dann da, wie sich das zusammenzieht. Als Hauswart braucht man natürlich auch ein paar Reparaturskills. Das war jetzt eine davon. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich würde mich sehr über ein Abo freuen.